Und damit willkommen zum Johto-Turnier. Ja, das Johto-Turnier, ein Zuschauerturnier, wo es erstmal in einer Gruppenphase abgeht. Wir haben insgesamt vier Gruppen mit je fünf Teilnehmern. Am Ende kommen acht Leute weiter und dann werden die K.O.-Phasen oder die K.O.-Phase ausgespielt. Aber bevor wir in die K.O.-Phase kommen, gilt es, die Gruppenphase zu bestehen, wo immer die ersten beiden jeder Gruppe weiterkommen. Und den Anfang macht Gruppe B, weil Gruppe B ist relativ weit, da fehlen glaube ich noch zwei Kämpfe. Und den Anfang macht Just Fun gegen Scooby. Just Fun ist Justin und Scooby ist Chris. Chris hat dabei ein Don Fun, dann Panzer Aeron, Ursaring, X-Bad, Togetic und Psyana. Justin hat dabei ein Sherox, ein Entei, ein Botogel, dann Lanturn, X-Bad und Despota. Ja, ich denke mal, dass Chris mit seinem defensiven Don von die Steinchen legen will. Das ist sehr gut, weil Justin 1, 2, 3 Tarnsteinschwächen hat. Er hat noch ein physisch-defensives Panzer Aeron, was eventuell Stachler legen kann und Wirbel winnen kann. Ja, auf Ursaring freue ich mich, weil es kann einmal die Rasanz haben als Fähigkeit und einmal das Adrenalin. Bei Rasanz und dem Toxic Orb hat es dann doppelte Initiative. Dann ausbildet es quasi alles. Und somit kann es zu einem sehr guten Sweeper werden. Ja, X-Bad ist sowieso ein sehr gutes Pokémon. Kann Verhöhner, kann Sturz für Kehrtwende. Und ja, hier muss Justin auf Togetic aufpassen, weil Togetic verdammt gute Werte hat und sehr defensiv sein kann. Es kann Vitalglocke, Donnerwelle und ja, kann auch gerne mal kritten. Und Psyana, ja, ist schnell, kann mit einem Wahlglas super viel Schaden ausrichten. Aber Justin muss hier, oder kann hier einfach auf Verfolgung klicken und das gute Psyana rausnehmen. Wobei, ja, wer hat hier den Vorteil? Ich sehe hier den Vorteil bei Chris, eben wegen dem physisch-defensiven Panzer Aeron, wegen dem X-Bad, was sehr schnell ist, und ja, Psyana kann sich auch ein bisschen aufsetzen, aber Justin hat offensive Power dabei mit Panzer Aeron, einem Entei, was gewahlbandet sein kann, auch einem X-Bad und einem Despotar, was Pursuit trappen kann. Gut Leute, dann werden wir ins erste Match gehen und gucken, wer das erste Spiel für sich entscheiden kann. Also dann, viel Spaß. So, Trainer Justin, also Just Fun. Hier sehen wir es einfach nur, dass die Namen verkehrt herum sind. So, da kommt Very Strong, hat natürlich Robustheit. Da kommt Scizor. Ein Event Scizor. Okay, das kann jetzt schwer tanzen. Das macht es auch. Ja, Käferbiss würde ja eh nicht reichen, aber hier kommt erstmal Abschlag, um was Lehmab abzuschlagen. Das Walband. Oh, Walband, Schwertanz. Kein gutes Item. Okay, da kommt Panzer Aeron. Und Panzer Aeron ist der dicke, fette Counter gegen dieses Ding. Ja, da kommt Patronenhieb, wird auf plus 2 schon ein bisschen was machen. Sehen wir Beulenhelm? Kein Beulenhelm. Ah, es ist ein Bruchrüstungsset. Das Panzeron ist anscheinend offensiv ausgelegt und kann jetzt Sturzflug drücken. Aber er geht erstmal auf die Tarnsteine. So, was macht Sherox? Abschlag. Ja, ist ein guter Move. Wird auch killen. Ja, auf plus 2. Oh, das Ding raus. Gaufenbeere, also die 50% Beere. So, Very Strong kommt wieder rein. Und Sherox müsste eigentlich Patronenhieb drücken, ja. Weil es dürfte doch... Boah, so wenig. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen mehr Schaden macht. Aber gut, da sieht man, wie defensiv ein Donphan sein kann. So, Scizor müsste eigentlich auch speeden. Da kommt der Abschlag. Auch guter Schaden, da ist die Offensivweste weg. Aber auf der Seite von Justin haben wir einmal die Tarnsteine. Und Justin hat drei Tarnsteinschwächen. Ja, das wird also tricky. Erst müssen wir mit einem Revenge Killer reinkommen, wie zum Beispiel Entei. Und einfach, ja, Läuterfeuer drücken. Aber es kommt Botogel. Vom Typ Eisflug. Outspeedet. Nee, Scooby geht erstmal raus zu Psyana. Um eventuell Tarnsteine oder sowas zurückzuschleudern. Eissplitter. So, also Botogel macht guten Schaden. Aber Psyana geht auf Reflektor. Das ist also, denke ich mal, ein Supporter-Set. Mit Reflektor, Lichtschild und dem Lichtling. Da kommt der Aeroass, ist physisch, ist Stab.
Naja, geht's. Der Schaden ist nicht so schlimm. Und der Eissplitter für ein bisschen Chip. Und Psyane geht auf Psycho-Shop und nimmt dieses Botogel raus. Jetzt könnte ganz easy Despotar reinkommen und einfach Verfolgung klicken. Das würde auf jeden Fall reichen. So, da kommt Lanturn. Lanturn, Donnerblitz, Ampelleuchte. Das sollte killen. Ja. So, wie steht es? Ah, wir sehen die Überreste. Schon mal keine Offensivweste. Da kommt Ursring. Ja, Ursring könnte Schutzschilden. Könnte aber auch jetzt einfach den Schwertanz raushauen. Jetzt werden wir sehen, welches Item das Ursring trägt. Erdbeben. So, und das macht. Ja, ist ein KO. Es könnte Adrenalin sein. Eine Nicht-Stab-Erdbeben von Ursaring. Ich glaube, das ist ein Adrenalin-Set. So, da kommt Crobat. Crobat sollte outspeeden und dieses Ding mit dem Sturzflug rausnehmen. Ursaring, ja, also Crobat Sturzflug. Ja, das müsste ein KO sein. Dann würde es 3 zu 3 stehen. Ja, Stoßflug, ja, Rückstoßschaden und Lebenorb. Okay. Da kommt Very Strong mit wahrscheinlich dem Eissplitter, aber Just Fun kann nicht rausgehen. Er würde, ja, einmal könnte er noch reingehen in die Tarnsteine, aber Crobat tankt es. Und der Blutsauger reicht gerade eben. So, aber Crobat muss drin bleiben, er kann nicht rausgehen. Genau, der Lemo hätte ihn dann rausgehauen. So, X-Bad gegen X-Bad, wir werden jetzt also ein Speed-Tie sehen. Und das eigene X-Bad outspeedet, also das von Scooby, das ist also ein spezielles X-Bad. Ja, auch Lemo ab. So, da kommt Entei und Entei outspeedet nicht, aber wird mit einem Turbo-Tempo guten Schaden machen. Ich glaube nicht, dass eine Matschbombe da ausreicht. Da hat Entei einfach zu viele KP. So, Scooby kann... Ach, Just Fun kann jetzt einfach... Kann jetzt Steinkante. Das ist gut, das macht aber nix. Weil der Reflektor da ist. Es ist kein Walband. Kein Walband. Und er geht auf den Flinch. Okay. Ja. Hier braucht man wirklich Toxin. Und ich glaube nicht, dass Just Fun hier irgendwie eine Antwort hat. Außer er kriegt jetzt irgendwie zweimal Flinches oder sowas. Da kommt der Wunschtraum. Da kommt wahrscheinlich das Schutzschild. Von Togetic, ja. Und Entei kommt da nicht vorbei. Scooby muss einfach nur Toxin treffen und den Rest einfach ausstallen. Und schon hat er gewonnen. Mehr oder weniger. Immer noch kein Flinch. Vulkan-Togetic den Flinchen? Ich glaube schon. Die Fähigkeit hat tatsächlich wie Super Luck. Dann kann es öfter kritten. So, da ist das Toxin. Er kann jetzt auf Schutzschild gehen, ein bisschen stallen. Genau. Und er drückt die Steinkante, die natürlich nicht durchkommt. Ja, Entei wird jetzt ganz langsam an Toxin sterben. Dann steht es 2 zu 1. Mit dem Vorteil auf Scoobys Seite. So, Wunschtraum, da spricht er nichts gegen. Und Schutzschild. Ja, Just Fun könnte jetzt rausgehen. Ja. Und reingehen zu Despotar. Ja gut, Despotar macht jetzt auch nicht so viel mehr. Es hat zwar einen Stab mit der Steinkante und mit dem Crit könnte es vielleicht 70 oder 80% machen. Da kommt der Sandsturm. Ja. Wird er die Steinkante treffen? Ja oder nein? Feuersturm. Okay. Ein Mixed. Despotar. Ja. Ich glaube, das wird nichts mehr. Sollte er die Steinkante treffen und critten, könnte das mit dem Sandsturm eventuell reichen.
Und was macht Despota? Er geht auf den Hyperstrahl. Ja, also er hat nichts Stärkeres. Ja, es macht nur 30, 40 Schaden. Also, man sieht schon im ersten Kampf, dass Togedick verdammt gut ist in diesem Format. So, Despota muss ich einmal holen. Togedick kann... Und nochmal Wunschtraum. Anscheinend hat dieses Togedick gar keinen Angriffsmove. Er hat nur Wunschtraum, Schutzschild, Toxin. Den letzten Move weiß ich jetzt nicht. So, Feuersturm kommt, trifft. Macht nichts. Ja, er geht einfach auf Wunschtraum. Der Scooby. Ja, und so wird das Match dann enden durch Stall. Ja, wieder Schutzschild. Ja, so geht's. An dem Totik kommt keiner vorbei. Und Despota geht down. So, Entei wird auch nichts machen können. So, da kommt das gute Entei. Es ist vergiftet, es kann nichts machen. So, Totik kann jetzt wieder Schutzschilden. Ah, okay. Steinkante geht daneben. Totik hat anscheinend nichts. Kein Angriffsmove, nix. Und der letzte Wunschtraum erfüllt sich und das Gift nimmt Entei raus. Ja, damit gewinnt Scooby 2-0 gegen Justin und das wegen dem guten Totik. Ja, also die Power ist mit Chris. Er hat mit Totik ein sehr defensives Pokémon dabei gehabt, was sehr gut ist. Dann glaube ich, dass Ursaring noch Schwertanz mit dem Set hat, so als Setupper. Ja, Psyan ist der Supporter. Ja, ist ein gutes, ausgeglichenes Team. Wir haben eine physische Wall mit Panzer Aeron. Und ja, Justin hat mit Schwertanz, oder mit hier, Scizor ein Schwertanz. Gute offensive Power meine ich, aber die Defensive, das war eben das Problem. Ja, und Toxin wäre natürlich auch gut gewesen, also so Statusveränderungsmoves wie Toxin, Irrlicht, Donnerwelle, das hat noch ein bisschen gefehlt. Okay, das war der erste Kampf, wir gehen gleich rüber zum zweiten Kampf. Jo, weiter geht's mit dem Kampf Nummer 2. Diesmal spielt Philipp gegen Maxion. Ja, Philipp hat dabei Ariados, Miltank, Donphan, Meganie, Suicune und Hundemon. Maxion hat dabei ein Skorgler, ein Suicune, dann Cedraking, Stalos, X-Bad und Psyana. Gut, ja, beide haben Suicune dabei. Ja, Miltank wird wahrscheinlich speziell defensiv sein. Donphan könnte offensiv sein. Philipp fängt mit Ariados an, aber was will Ariados machen? Vielleicht kann er Toxic Spikes legen oder sowas. Ich glaube nicht, dass Ariados hier Tarnsteine kann. Vielleicht kann es ja Klebenetz. Das wäre natürlich sehr vorteilhaft. Aber Maxion fängt an mit seinem Skorgler, was erstmal Tarnsteine legen kann, was defensiv ist. Vielleicht könnte es noch das ein oder andere Pokémon vergiften. Gut, Meganie ist wahrscheinlich auch defensiv, beziehungsweise ich kenne es, dass man es defensiv spielt. Ja, wer ist denn hier der Sweeper in dem Team von Philipp? Das könnte Hundemon sein, weil es kann einmal Renkeschmied drücken und dann durchgehen. Dann könnte es aber auch Suicune sein, was sich mit Gedankengütern hochboosten könnte. Zum Beispiel hinter einem Delegator oder sowas. Ja, Maxion hat Psyana, was Gedankengut kann und natürlich auch das Suicune. Gut, wir werden einfach weitergehen und schauen, was wir so sehen werden. Also dann viel Spaß beim zweiten Kampf. So, der Kneifer kommt rein. Und Kneifer ist Skorgler. So, ich erwarte eigentlich die Tarnsteine. Weil da spricht eigentlich nichts dagegen. Und Ariados ist langsam. Und kann was machen? Okay, schnappt sich Fokusgurt. Ja, da kommt das Klebenetz.
Ja, wenn Squirgle jetzt auflockern hätte oder hat, dann hat das nichts gebracht. Aber ja, okay, auf Schadenstoß, für ein bisschen Schaden. Ja, da kommt das Auflockern. Okay, ja. Das hat also nicht funktioniert. Maxion ruft ihn zurück. Und kommt Psyana? Nein, da kommt Kingdra. Das könnte jetzt einen Regentanz rausbringen und würde dann alles outspeeden. Aber da macht Maxion den Double und geht raus zu Espeon, weil jetzt wahrscheinlich das Klebenetz kommt. Und da kommt das wunderbare Klebenetz. Da wirkt Magiespiegel und da wird Klebenetz zurückgerufen. Zurückgeworfen. So, jetzt kann Psyana einfach Psychokinese drücken und Ariados rausnehmen. Ja, der Tiefschlag wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Okay, doch. Weil es ein Crit war. Ich glaube, ohne Crit wäre das nichts gewesen. Ja gut, dafür liegt das Klebenetz schon mal nicht. So, jetzt kann Kingdra einfach Kaskade klicken. Oder Dragon Dancen. Ah ja, jetzt kann Philipp das Klebenetz raushauen. Oder Gift-Hieb drücken. Ja, ich hätte eher Klebenetz gedrückt, weil, ja, eigentlich spricht da nichts gegen. Vielleicht wollte Philipp einfach nur Schaden auf dem Kingdra drauf haben. So. Es könnte Suicune reinkommen und das müsste einen Wutanfall auf plus 1 noch ganz gut tanken. Oder halt Meganie. Ja, das kann Lichtschild, Reflektor, glaube ich, rausholen. Oder Gigasaugen. Ja, Schutzschild ist jetzt, weiß ich nicht, nicht so ideal. Okay, er kommt in die Verwirrung. Meganie wird nicht outspeeden. Und da sehen wir wieder den Wutanfall. Okay, hätte sich selbst schlagen können, aber naja, Meganie ist dumped down. Es ist noch nichts verloren für Philipp. Die Kingdra ist gleich besiegt. Eben wegen Leben Orb. So, da kommt Maschine 2.3. Das sollte einen Wutanfall noch so tanken. Da kann jetzt ein Siedewasser kommen oder ein Eisstrahl. Okay, auf plus 1 macht es immer noch heftigen Schaden. So, wir sehen die 50% wäre. Yep. Und er geht auf den Eisstrahl. Ja, das reicht natürlich. Da kommt der Skywalker. Ja. Ich glaube aber nicht, dass ein Sturzflug hier reichen wird. Weil Suicune ist natürlich bulky. Aber das wird es in den roten Bereich bringen. Ja. Jetzt kann der Eisstrahl kommen. Ja. Und der sollte mit ein bisschen Glück ausreichen. Nee, reicht nicht. Ja. Sturzflug. Das hier X-Bad hätte auch noch auf Ruheort gehen können. Aber wahrscheinlich wollte Maxion einfach nur dieses Suicune finishen, bevor es noch irgendwie Erholung oder sowas klickt. Da kommt das Dornfahren. Das Dornfahren hat wahrscheinlich den Eissplitter, so wie er reinkommt. Was Dornfahren auch noch machen kann, ist die Tarnsteine legen. So, Skywalker ist down. Damit steht es. Okay, da kommt erstmal Suicune. Es steht 3 zu 3. Es wird also noch sehr spannend. Okay, Wasserring. Also ein defensives Delegator-Set oder sowas. Okay, jetzt kommt Erdbeben. Das bedeutet, dass Suicune keine Überreste trägt. Das hat doch Überreste. Ja gut. Das wird sehr schwer sein für Philipp. Weil Suicune kann einfach Siedewasser klicken und das war's. Aber da kommt das gute Miltank. Ist im Klebenetz gefangen. Siedewasser. Ja, macht ein bisschen. Okay, doch, ein Drittel. Ja, Miltank hat wahrscheinlich Toxin. Aber ich vermute, dass Suicune an sich Erholung hat.
Jetzt sind wir hier ein defensives Battle, weil Philipp kann mit Miltank einfach auf Milchgetränk gehen und Maxchen kann wahrscheinlich Erholung klicken. Da kommt Siedewasser. Siedewasser Burn vielleicht. Macht auf jeden Fall 30% oder ein bisschen mehr. Ja, jetzt wäre es vorteilhaft, wenn wir ein Gedankengut auf Suicune hätten. So, 3-3. Milchgetränk. Ja, okay. Milchgetränk hat, glaube ich, 10 PP. Oder AP. Ja, hat Miltank jetzt kein Toxin drauf? Philipp hat irgendwie keine passende Antwort auf Suicune. Ja, da kommt Toxin. So, wenn Max schon gleich auf Erholung geht, dann hat Philipp 2 Runden Zeit, hier sich ein bisschen aufzusetzen. Und das Suicune besiegen. So, Suicune geht wahrscheinlich auf Siedewasser, weil es ausspeedet. Ja. Ach, Miltank ist schneller. Luftschnitt. Okay, für die ganzen Pflanzen-Pokémon. Aber so viele Pflanzen-Pokémon oder gute Pflanzen-Pokémon haben wir ja gar nicht in Johto. Megani ist ein gutes Pflanzen-Pokémon. Lubella haben wir noch. Aber ich glaube, das war's schon, so an guten Pflanzenmons. Okay, Miltank geht zurück und rein kommt Hundemon. Hundemon da reinzuschicken, weiß nicht. Aber da kommt der Wechsel auch von Maxchen. Da kommt Kneifer. Kneifer müsste jetzt schneller sein? Nee. Finsteraura kommt. Vielleicht kommt der Ruheort. Okay, aber erstmal kommt der Flinch. Und man setzt Finsteraura ein. Kommt nochmal der Flinch? Nein, da kommt der Ruheort. Ja, jetzt wäre ein Ränkeschmied auf Hundemon gar nicht mal so schlecht. Finsteraura. Das war ein Crit. Ja, Ruheort. Ja, knifflig. Entweder geht Skorgler auf Ruheort oder Erdbeben. Ich glaube, Kneifer geht jetzt auf Ruheort. Hundemon könnte sich setupen, so ein bisschen. Ja, da kommt wieder der Ruheort. Ja, irgendwann muss Kneifer angreifen. So. Aber Hundemon macht nicht genug Schaden. Also nicht mehr als die Hälfte. Aber da kommt der Flinch, immerhin. Ja, jetzt wird der nächste Finsteraura höchstwahrscheinlich reichen. Ja, es könnte auch sein, dass Hundemon gewahlglast ist. So, Hundemon müsste eigentlich outspeeden. Wenn es voll offensiv ist. Oh, Solarstrahl. Aber das wird nicht reichen, ist ja kein Stab. Und das Siedewasser kann fast töten. Okay. Also ich vermute mit 50% Schaden auf Suicune. Ah, er geht auf Schutzschild. Tja, dann läuft das ins Leere. Gut, welche Attacken haben wir gesehen? Siedewasser, Luftschnitt, Schutzschild. Und letzte. Gut. Und Wasserring, genau, das war's. Das heißt, er hat keine Erholung. Ja, sieht jetzt sehr schlecht aus. Philipp müsste ein bisschen stallen. Und er kommt rein mit Donphan. Ja. Er hat zwar noch seine Robustheit, aber
wird wahrscheinlich nichts bringen. Wenn jetzt der Burn kommt, ist quasi GG. Okay, da kommt das Siedewasser, das sollte nicht reichen. Das ist kein Burn, sondern... Ja, da kommt das Erdbeben, das sollte reichen. Mit der Vergiftung, meine ich. Das wird knapp. Und es reicht. So, damit steht es jetzt 1:1. Neun von ist Low Life. Und da kommt noch Stalos. Stalos, physisch, defensiv. Ich glaube, das wird Stalos gewinnen. 8:2:1. Ah, dann ist doch noch ein bisschen spannend. Okay, Erdbeben macht guten Schaden. Ja. Jetzt kommt Stalos und drückt Erdbeben und nimmt dieses Ding raus. Das reicht nicht mal. Ich habe 120 Defensive bei Donphan. Dieses Stalos ist wahrscheinlich physisch defensiv. Aber... Okay, Donphan outspeedet. Ja, das nächste Erdbeben sollte reichen. Okay, was ist das letzte Pokémon von Philipp? Es ist Miltank. Ja, Miltank wird outspeeden. Es hat zwar die Verbrennung, aber es hat Geowurf. Ich glaube, das sind... Oh, 2 KP oder so hat es noch übrig gekriegt. Übrig gehabt man nicht so, aber das reicht nicht. Ja, weil Stalos halt defensiv ist. Und Miltank voll defensiv, auch mit KP-Investment gespielt wird. Tja, ich glaube, der nächste Angriff reicht aus und dann gewinnt Philipp das Ding hier 1:0. Kommt der Geowurf. Das zieht die letzten 10 KP weg. Und damit gewinnt Philipp gegen Maxion 1:0. Gut, ja, das war halt. Das waren die ersten beiden Kämpfe. Ja, es war auf jeden Fall sehr spannend. Zweimal Suicune im Set im Match gehabt. Ja, Psyana wurde ein bisschen zu schnell weggegeben, aber der Tiefschlag hat auch mich überrascht. Und ich glaube auch, dass der Tiefschlag hier wirklich gemattert hat. Ja, gut. Psyana hätte noch ein bisschen Arbeit gemacht. Es hätte alles outspeedet. Und mit einer guten Psychokinese hätte es auch ordentlich Schaden ausgeteilt. Ja gut, aber Glückwunsch an Philipp. Und damit verabschiede ich mich nach den ersten beiden Kämpfen mit dem ersten Video. Schalte wieder ein, wenn es wieder heißt Johto-Turnier, Gruppenphase. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video. Bis dahin und ciao.